auch wenn man es nicht oft macht, könntest du ein Video zum Linksparallel-Einparken machen. Da verändern sich ja die Winkel, fragt hier jemand in unserer Community. Und diese Frage habe ich schon ein paar Mal bekommen, daher möchte ich euch in diesem Video erklären, welche Punkte ihr speziell beim Linksparallel-Einparken beachten solltet. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal rund um das Thema Mobilität, Führerschein und Zukunft. Freut mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Bernhard Hummel und ich würde sagen, wir legen gleich los. Schaut euch aber bitte auf jeden Fall vorher noch meine Videos, die ich schon rund um das Thema gedreht habe, an. Das war insbesondere das erste Video zum Thema Einparken, wo ich einfach die Grundübungen, die Einparkübungen, wie sie auch bei der praktischen Fahrprüfung in der Regel gefragt werden, genauer erklärt habe. Da erkläre ich auch schon die Punkte für das parallele Rechtseinparken, bzw. 90 Grad Winkel rückwärts einparken, ganz genau und langsam. Dann habe ich ein zweites Video gemacht, wo wir uns das Einparken rechtzeitig parallel in der Praxis angeschaut haben, sowie abgesehen davon ein Video, wo ich ein bisschen auf das Thema Parken in der Innenstadt und Parkgarage eingehe. Ich werde euch die ganzen Videos unterhalb verlinken, selbstverständlich. Also bitte, bevor ihr jetzt weiterschaut, zuerst mal diese Videos ansehen, denn jetzt möchte ich darauf schon aufbauen. Ich werde jetzt wirklich direkt auf die Fragestellung eingehen, was muss ich beachten, wenn ich linksseitig einparke. Also, legen wir mal los. Wir werden uns das heute mit diesem Auto hier genauer ansehen. Ja, schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Wird man natürlich nicht so oft brauchen, das links parallel einparken wie das rechtzeitig einparken. Oft ist es ja auch verboten, links zuzufahren. Aber man weiß nie, wann man es braucht. Und natürlich sollte man auch vollkommen richtig auf der linken Seite einparken können. Da haben wir jetzt eine geeignete Parklücke gesehen. Das heißt, wir fahren jetzt mal links zu. Spiegel, Spiegel, Schulterblick links, Blinker links, nochmal schauen. Natürlich besonders auf den Gegenverkehr auch achten, wenn man jetzt in der Straße mit Gegenverkehr auf der linken Seite einparkt. Und hier gilt das gleiche wie schon in anderen Videos. Ruhig ein bisschen an der Parklücke auch vorbeifahren noch. Dann Retourgang einlegen. Und jetzt vollkommen richtig, natürlich verschieben sich jetzt die Punkte quasi, weil das Prinzip bleibt das gleiche, wie ich es schon mal erklärt habe. Das heißt, wir schieben zurück, bis das Heck unseres Fahrzeuges auf der Höhe des Hecks des anderen Fahrzeugs, oder in dem Fall jetzt der Frontstoßstange, aber ihr wisst, was ich meine, sich befindet. Man sagt ja auch, bis die C-Säule sozusagen am Ende des Fahrzeuges daneben angekommen ist, wo ich einparken will. So, was ist die C-Säule, werde ich mal gefragt. Das ist die A-Säule vorne. Ja? Dann ist da die B-Säule und hinten die C-Säule. So. Die C-Säule ist jetzt praktisch genau am Beginn des Fahrzeuges, auf der Höhe der Stoßstange des Fahrzeuges daneben. Und somit lenke ich voll nach links ein. Das letzte Mal war es rechts, jetzt wollen wir nach links, also lenken wir voll nach links hier ein. So, und jetzt ist die Sache ganz einfach. Jetzt schauen wir praktisch in den rechten Außenspiegel hinein, bis wir das Fahrzeug dahinter gänzlich im Spiegel sehen. Jetzt sehe ich das hintere Fahrzeug komplett im Spiegel. Lenke gerade, schiebe gerade zurück. Wie lange fahre ich jetzt gerade zurück? Bis ungefähr sich mein Fahrersitz auf der Außenkante der Parkplatzreihe befindet. Ja? So. Man kann auch sagen, bis der Spiegel, mein Spiegel ungefähr auf der Außenkante des Parkplatzes. Und jetzt schlage ich einfach nochmal voll nach rechts ein. Und oh Wunder, natürlich immer aufpassen, alles auf eigene Gewähr, stehe ich jetzt wirklich perfekt in der Parklücke drinnen. Ich brauche nur noch einmal gerade nach vorne und perfekt eingeparkt. Ja, so einfach geht's, wenn man den Trick weiß, wenn man weiß, auf welche Punkte es ankommt. Ja, oder man lässt das Ganze einfach dem Parkpiloten über. Das werden wir jetzt natürlich, weil es so lustig ist, auch mal testen, wie der Mercedes-Benz-Parkpilot das so auf die Reihe bekommt, wenn wir linksseitig einparken möchten. Das Prinzip bleibt für uns das gleiche. Wir fahren mal links zu, das heißt also Spiegel, Spiegel, Schulterblick links, Gegenverkehr beachten, nochmal Spiegel, Spiegel, Schulterblick links, parallel zufahren, und jetzt ist es relativ einfacher. Wir fahren einfach wieder so vorbei, Blinker natürlich links, weil wir links einparken wollen, ganz klar. Retourgang einlegen, und jetzt fragt mich das Auto, Parkpilot starten, ja, okay, ich drücke okay, und jetzt brauche ich eigentlich
nicht mehr viel machen. Es steht zwar drauf Gas und Bremse, Umgebung beachten, aber im Endeffekt seht ihr, das Fahrzeug parkt wirklich vollkommen alleine ein. Es bremst auch alleine ab. Jetzt sagt er noch einmal D einlegen und noch einmal Gas antippen und das Fahrzeug bleibt optimal stehen. Parkpilot beendet, Fahrzeug eingeparkt. Ja, da steht er, perfekt eingeparkt, keine große Hexerei, wenn man weiß wie. Ich hoffe, diese Tipps haben euch ein wenig geholfen. Trotzdem würde ich eigenverantwortlich agieren als Führerscheinbesitzerin, als Führerscheinbesitzer. Wenn euch das Video ein wenig weitergeholfen hat, dann Daumen hoch, würde mich freuen, Daumen runter weniger, das sagt mir lieber, was ich besser machen kann. Freue mich wie immer auch über Austausch. Außerdem, falls ihr noch nicht getan habt, den Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Weil jetzt wäre mein zweites Auto dahinter weg. Egal, so, kommen wir zurück zum Thema. Kanal abonnieren bitte, weiterempfehlen würde mich sehr freuen, damit wir immer mehr wachsen, größer werden, uns immer mehr gegenseitig austauschen können. Ja, alles Liebe, alles Gute. Tschüss, euer Bernhard.